Die Welt ist im Umbruch. Seit Februar 2022 tobt nur wenige hundert Kilometer von Österreich der Krieg in der Ukraine. Dies hat uns gezeigt, wie unberechenbar auch in Europa die Lage geworden ist. Das österreichische Bundesheer muss sich im Rahmen der umfassenden Landesverteidigung darauf vorbereiten, unser Heimatland im Ernstfall verteidigen zu können. Der Aufbauplan ÖBH 2032 Plus weist den Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, es handelt sich um einen langfristigen Plan, der über mehr als 10 Jahre reicht. Unser Aufbauplan dient der Stärkung unseres Bundesheeres, und zwar im Kernbereich der militärischen Landesverteidigung. Dazu bedarf es nicht nur motivierter und bestausgebildeter Soldatinnen und Soldaten, ziviler Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie einer zeitgemäßen Infrastruktur, es ist auch zwingend erforderlich, unsere Truppe mit modernem Gerät auszustatten. Wir müssen neue Fähigkeiten schaffen, um auf dem Gefechtsfeld der Zukunft bestehen zu können. 3 Bereiche bilden den Rahmen für den Aufbauplan im Ausrüstungsbereich: Mobilität der Einsatzkräfte, Schutz und Wirkung für unsere Soldaten, Autarkie und Nachhaltigkeit. Nun zu den wesentlichen Maßnahmen bei der Ausrüstung. Zunächst zur Steigerung der Mobilität des Bundesheeres am Boden und in der Luft. Unsere Panturflotte wird weiter ausgebaut. Hier stellen wir eine Systemfamilie her. Insgesamt werden uns mehr als 300 Pandur Evolution zur Verfügung stehen. Wir führen der Truppe die dringend benötigten Transportfahrzeuge zu und für unsere Pioniere werden neue Fähren und Pionierpanzer angeschafft. Ebenso sind hochbewegliche und schnelle Fahrzeuge für das Jagdkommando und die leichte Infanterie vorgesehen. Die betagten Herkules-Transportflugzeuge werden bis zum Jahr 2029 durch moderne Transportflugzeuge C-93 ersetzt. Die Hubschrauberflotte modernisieren wir mit 36 AW-169 und unsere 12 modernisierten Blackhawks werden durch 12 weitere Maschinen verstärkt. Zusätzlich werden unsere Abfangjäger kampfwert gesteigert, um ihre volle Fähigkeit nutzen zu können. Schutz und Wirkung hat höchste Priorität. Alle unsere Soldatinnen und Soldaten werden mit moderner, persönlicher Ausrüstung, dem benötigten Individualschutz sowie Mitteln für Nachtkampf und Kommunikation ausgestattet. Modernste Sensoren für unsere Aufklärungskräfte ermöglichen es, Bedrohungen in der Luft, am Boden, im Cyberraum und im Informationsumfeld zu erkennen, um ein aktuelles Lagebild herzustellen. In einem ersten Schritt werden ab 2025 über 300 Drohnen der Truppe zur Verfügung stehen. Wir investieren in den Schutz vor Bedrohungen aus der Luft. Dazu wird nicht nur auf Drohnenabwehr gesetzt. In einem Mix aus Modernisierung bewährter Systeme und neuen Fähigkeiten wird die Reichweite der Fliegerabwehr auf über 40 Kilometer gesteigert. Die Kampfwertsteigerung der Fliegerabwehrlenkwaffen Mistral und der 35 mm Maschinenkanonen ist bereits angelaufen. Der Krieg in der Ukraine zeigt aber auch die Bedeutung gepanzerter Kräfte, der Artillerie mit Präzisionswirkung und der Panzerabwehr in der modernen Kriegsführung. Unsere Kampfpanzer Leopard und die Schützenpanzer Ulan werden bereits auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. Dies und die adäquate Individualausrüstung unserer Soldatinnen und Soldaten sind ein essentieller Kern des Aufbauplans. Die neue persönliche Ausrüstung unserer Soldatinnen und Soldaten ist dabei ein wesentlicher Baustein. Das Bundesheer muss funktionieren, wenn sonst nichts mehr funktioniert. Daher muss in Autarkie und Nachhaltigkeit investiert werden. Autarke Kasernen mit hohem Schutzgrad, ausreichend Versorgungsgüter und eine hochwertige Sanitätsversorgung bilden die Basis dafür. Im Notfall werden unsere wichtigsten 100 Kasernen autark sein. Der Kampf im Cyberraum und die elektronische Kampfführung sind heute auf dem Gefechtsfeld nicht mehr wegzudenken. Daher werden wir auch in diese Bereiche massiv investieren. Unsere Soldatinnen und Soldaten werden mit neuen digitalen Führungs- und Kommunikationsmitteln sowie einem modernen Battle-Management-System ausgestattet. Digitalisierung bildet die umfassende Klammer über alle künftigen Vorhaben im Bundesheer. Der Aufbauplan ÖBH 2032 Plus ist jedoch weit mehr als nur Ausrüstung. Es geht um die grundsätzliche Ausrichtung des Bundesheeres auf die Verteidigungsfähigkeit für den Ernstfall.
Wie werden wir das erreichen? Wir steigern die Kampfkraft des Bundesheeres. Hier liegt das Schwergewicht. Dies unterstützen wir durch Erhöhung der Reaktions- und Führungsfähigkeit und wir müssen lange durchhalten können. Nicht alles kann gleichzeitig und in den nächsten Monaten realisiert werden. Es ist ein langer Weg. Diesen Marathon haben wir gerade erst begonnen. Setzen wir den Aufbauplan ÖBH 2032 Plus gemeinsam um. Stellen wir uns den zukünftigen Bedrohungen, denn wir verteidigen Österreich.